lohnt sich immer beim Handwerk zuzuhören. Von der Meinungsfreiheit hängt alles ab. Es ist der Gradmesser dafür, ob ein Land demokratisch ist oder nicht. Eine Krise wie diese in Freiheit zu leben, ist immer noch die beste Möglichkeit, Lösungen zu finden. Freiheit heißt doch nicht, ich kann machen, was ich will. Also es ist jedenfalls nicht mein Freiheitsverständnis, jeder macht hier, was er will, sondern mein Freiheitsverständnis kommt immer mit Verantwortung. Jetzt haben wir Teile unserer Gesellschaft, Teile unserer Wirtschaft innerhalb von 7 Monaten in einen völlig anderen Status versetzt. Wir erleben gerade eine Pandemie, eine nie dagewesene Situation, die die Menschen verunsichert. Eine Krise stellt die entscheidenden Fragen des Lebens und das sind die ethischen Fragen. Weil viele meinen, sie wüssten, wie es geht und da es dabei zu ziemlichen Missverständnissen kommt, ist es, glaube ich, ganz gut, immer mal wieder darüber zu reden. Ist interessant, haben von vorne um. Ja, also, ich glaube. Ja. Die Gesellschaft hat schon erst beim Forschen macht überhaupt keinen Sinn, hier dann überrascht zu sein. Hoffnung bedeutet, dass man in der Lage ist, sich für die Zukunft schöne Dinge vorstellen zu können und daran glaubt, dass man die auch erreichen kann. Den Blick vielleicht